Hallo und herzlich willkommen Leute zu diesem neuen Opening. Und zwar machen wir in diesem Video, wie schon im Thumbnail zu sehen ist, 10-mal diese wunderschöne Pikachu und Evoli GX Spezialkollektion auf, die ja eigentlich hätte letzte Woche kommen sollen, aber jetzt irgendwie doch diese Woche hätte kommen sollen. Und keine Ahnung, eigentlich gab es sie ja schon seitdem das Pokémon Center raus ist. Leute, wie gesagt, wir machen diese wunderschöne Box 10-mal auf. Morgen gibt es dazu auch ein Pay the Box. Und ja, Leute, gibt einiges zu besprechen dieses Video. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt ein wunderschönes erstes Adventswochenende. Wir haben ja, wenn ich das alles richtig im Blick habe, morgen den ersten Advent. Und ja, ich zeige euch zuerst mal, würde ich sagen, einfach diese schöne Box. Und wir haben wieder eine gute Möglichkeit, die Boxen hier auszupacken. Denn diese Promokarten kommen einfach hier ganz easy, ganz locker raus. Und ja, wir haben insgesamt 4 Promokarten. Ich weiß nicht ganz genau, wie der UVP ist. Ich glaube, er müsste ungefähr genau derselbe sein wie bei der Glurak oder Reshizard Box. Der war da 36,99. Man kriegt die Box online allerdings auch günstiger. Deswegen schaut da auf jeden Fall mal bei diversen Shops vorbei. Wie gesagt, nächstes Jahr könnt ihr sehr, sehr wahrscheinlich hoffentlich auch UVP-Produkte bei uns kaufen. Wir sind ja nämlich dabei, am Arbeiten einen Online-Shop aufzubauen. Da werden wir dieses Video auch wieder drüber reden, weil ja, die 10 Box-Opening-Videos, die gehen immer ein bisschen, haben wir ein bisschen Zeit, um einiges zu quatschen. Es gibt auch einiges zu belabern. Wir haben einmal dieses wunderschöne Evoli hier. Super nice Artwork. Auch ich finde das immer nice, wenn andere Pokémon auf den Artworks drauf sind. Hier ein Rabautz, das gute Plauderguy und Rihorn. Dann haben wir dieses, ja, sehr, wie soll man sagen, wie soll man sagen, sehr polarisierende Artwork von Evoli. Die einen hassen es, die anderen lieben es. Es hat so eine leichte Riffelung auf jeden Fall. Es ist ganz, ganz witzig, mal so einen Style zu haben, aber ja gut, immer müsste man es nicht haben. Pikachu GX, sehr schön, dass Pikachu eine GX-Karte bekommen hat. Gefällt mir persönlich echt super gut. Und wir haben ein Pikachu auch hier wieder mit dem Galaxy-vollen Hopfrost unten drauf. So, und wir haben natürlich noch die XXL-Karte, die lege ich jetzt allerdings mal aus dem Bild raus. Die Sleeves werde ich nach dem Video werde ich die Karten sleeven, hier die Promokarten, ansonsten dauert das ein bisschen zu lange. Und ja, erstes Thema. Leute, wir haben ja die ganzen anderen 10er-Box-Openings, by the way. SM1 haben wir bunt der Gleichgesinnten und Welten im Wandel. Sorry, ich wollte nicht mehr so oft by the way sagen, tut mir leid. Ja, eine sehr interessante Kombi. Wir machen das Ganze jetzt natürlich auch ohne Kartentrick einfach mal auf, weil ansonsten, wie gesagt, dauert das Ganze extrem lange. Auch Smetbo, Fighter for Dennis und ein Parasect. Wir hoffen natürlich, dass nach den Livestreams, die, wenn ihr die noch nicht gesehen habt, schaut sie auf jeden Fall nach, die Pulse ein bisschen besser werden, weil die waren teilweise nicht ganz so gut, die Boxen. Aber was auch in den Streams passiert ist, Leute, wir haben die 15.000 Abonnenten geknackt. Vielen, vielen Dank von Dennis und von mir dann natürlich nochmal. Wir haben uns im Stream ja schon bedankt. Es war ultra krass, dass wir das auch noch im Stream quasi geschafft haben. Und, wir fangen direkt an mit Mega Zubiris und Despotter GX. Das heißt, wir haben einen Hit. Ich möchte auch hier, oh, riesige Feuerstelle, auch eine gute Karte. Ich möchte auch hier am liebsten aus jeder Box einen Hit rausholen. Das wäre eine sehr, sehr gute Sache, wenn wir das schaffen könnten. Ja, wie gesagt, Leute, vielen, vielen Dank für die 15.000. Dennis hat schon gesagt, er möchte sich da an ein Special ransetzen. Also hoffentlich wird da, denke ich mal, was zu kommen. Es ist, wie gesagt, man kann immer nur wieder Danke sagen. Wir hatten nie gedacht, dass es dieses Jahr so krass ist. Voluminas, Moshadow, also nichts in diesem Pack. Weil es ist schon ultra heftig, was dieses Jahr so passiert ist. Also wenn wir am Anfang vom Jahr gedacht hätten, also wir hätten am Anfang vom Jahr nie gedacht, dass wir jetzt bei 15.000 Abonnenten stehen. Deswegen vielen, vielen Dank immer wieder da für euren Support. Und Zipurzu, Lampi und Willi. Aber hey, wir haben auf jeden Fall einen Hit aus dieser Box. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Wie gesagt, Leute, aufgrund dessen haben wir auch einige Pläne für nächstes Jahr. Erstmal würde ich darauf eingehen, was die Pläne jetzt für nächsten Monat angehen, denn die Leute haben ja, oder ihr habt ja gefragt, es müsste sogar der 1. Dezember sein, jetzt gerade, wo das Video rauskommt, wenn ich das jetzt, nee, Quatsch, morgen ist der 1. Dezember. Wir haben dieses Jahr, also wir haben letztes Jahr einen Adventskalender gemacht, wir werden dieses Jahr sehr, sehr wahrscheinlich keinen machen, oder wir haben dieses Jahr halt keinen vorbereitet, aufgrund dessen, dass wir einiges am Plan sind für nächstes Jahr, uns da auch einfach die Zeit gefehlt hat, auch einfach im Privaten. Aber der gute Stefan von Pokémon JL macht dieses Jahr auch einen Adventskalender. Also er ist auf jeden Fall am Vorbereiten. Und da müsste es definitiv auch einen Adventskalender geben. Deswegen, wenn ihr einen Adventskalender sehen möchtet von Pokémon, dann checkt das Ganze auf jeden Fall ab. Also, die Promokarten habt ihr ja schon gesehen. Und ja,
dieses Jahr wird es halt von uns erstmal keinen geben, aber nächstes Jahr vielleicht nochmal einen selbstgemachten. Allerdings haben wir auch noch eine schöne Mail von der Pokémon Company bekommen. Die haben geschrieben, yo, sie haben wie letztes Jahr, vielleicht habt ihr es ja bei Stefan auch schon gesehen, nochmal so einen XXL Adventskalender bereitgestellt. Und wir kriegen dieses Jahr tatsächlich auch einen. Sehr, sehr geil. Da könnt ihr, schreibt uns gerne mal einfach in die Kommentare, falls ihr Ideen habt, was wir mit dem Video machen können. Ich wollte... Lunala GX in Full Art. Wenn wir schon die alten Packs kriegen, dann auf jeden Fall mal ein schöner Hit. Oh, yes, baby. Oh, die Karte ist richtig cool. Lilly, und ansonsten gönnt euch den Code auf jeden Fall mal. Viel Spaß. Ich finde die Karte wirklich schön. Also die gefällt mir wirklich, wirklich, wirklich gut. Es ist schön, dass man, wie gesagt, wenn man in den alten schon mal alte Packs bekommt, dass man dann wenigstens Hits rauszieht. So, wie gesagt, ich habe da schon so eine Idee gehabt, dass wir den Adventskalender wahrscheinlich in einem Video aufmachen werden. Aber wenn ihr andere Ideen habt, wie gesagt, das wird wahrscheinlich, wenn es wie nächstes Jahr sein wird, so ein riesiges Teil sein, was 24 Booster drin hat. Und ja, wie gesagt, schreibt sehr, sehr gerne mal Ideen in die Kommentare, falls ihr dafür irgendwelche Ideen habt. Milzer, Kamerupt, Dunkelstadt, aber ja, okay, wir links mal raus. Dunkelstadt könnte halt noch eine gute Karte werden. Deswegen stay tuned, was das auf jeden Fall angeht. Und ich habe mir so eine kleine Liste aufgeschrieben. Wie gesagt, diesen wunderschönen XXL Adventskalender werden wir bekommen. Und denke ich mal, ein bisschen Lorelei lege ich auch mal raus. Raichu als Rare, also nichts weiter hier in diesem Pack. Deswegen schauen wir mal, was da so Schönes bei rumkommt. Dann habe ich als nächstes Thema die Streams, denn wir wollen ja nächstes Jahr ein bisschen öfter streamen, wie jetzt am letzten Wochenende. Da könnt ihr sehr, sehr gerne, schreibt mir auch gerne, wie ihr die Streams fandet. Die waren super gut besucht, also vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und ja, lasst gerne da auch mal Feedback da. Und oh, wir haben einen Choreogel GX. Irgendwie zieht man dieses Choreogel doch wahnsinnig oft, aber das ist okay. Ey, Leute, die Pikachu und Evoli GX Boxen sehen dieses Mal oder sehen hier definitiv besser aus als die anderen Boxen. Das ist eine schöne Sache. Wir haben jetzt schon aus der Box 2 Hits insgesamt rausbekommen. Nice, nice, nice. Und ja, schreibt da sehr, sehr gerne mal euer Feedback in die Kommentare. Wahrscheinlich wird es ja so sein, wenn wir da nächstes Jahr kommen zum nächsten Thema. Wir sind gerade dabei, uns ein Büro anzuschaffen, beziehungsweise wir sind gerade dabei, eigentlich schon quasi kurz davor einen Vertrag abzuschließen, dass wir nächstes Jahr ab Februar ein Büro haben, weil man muss ganz ehrlich sagen, so ein bisschen, es ist ziemlich groß geworden, was wir so nebenbei noch machen. Wir wollen ja auf jeden Fall noch ein bisschen größer werden, denn wir arbeiten schon an der Website, Leute. Ihr habt es ja, glaube ich, schon mitbekommen, dass ihr ab nächstem Jahr nicht nur die Einzelkarten kaufen könnt bei uns, sondern auch eben OVP-Sachen. Wir wollen wahrscheinlich zu den Schwert- und Schildkarten in Vorverkauf machen. Da gibt es dann Informationen dazu im Anfang Januar. Also noch ein bisschen Geduld. Also es ist geil, geiler Stuff geplant. Ich werde ja wahrscheinlich nächstes Jahr im... Leute, ich muss hier mal die... Ich kriege die Promokarte nicht richtig raus. Ich werde ja wahrscheinlich nächstes Jahr im Sommersemester eine Pause einlegen vom Studium. Eben dafür, da muss man natürlich auch nochmal Dankeschön sagen, dass das für uns überhaupt so möglich ist, dass man überhaupt darüber nachdenken kann, dass wir quasi... man muss das einfach so sagen, von YouTube finanziert uns ein Büro anmieten könnten, wo wir dann hingehen könnten und dank eurem Support sagen können, yo, wir versuchen den Shop aufzubauen und vielleicht sogar davon zu leben. Also es ist, man muss einfach immer nochmal Danke sagen. Es ist halt, der Gedanke alleine ist halt wirklich krass. Und deswegen an der Stelle nochmal Danke und da ist richtig, richtig viel cooles Zeug geplant. Schmetterhammer Landtouren, das heißt, das Pack hier war... zielt mehr Wert als jetzt ausgepackt, auf jeden Fall. Und ja, keine Ahnung, es ist so, wenn man darüber redet und darüber nachdenkt, ist einfach so ein bisschen unreal, muss man ganz ehrlich so sagen. Was natürlich dann auch ein bisschen mehr damit zusammenhängt, beziehungsweise was in Zukunft dann hoffentlich natürlich auch dadurch mehr machbar ist, dass wir, Tag das Holo, die erste Holo-Karte, at least schon mal eine Holo und eine riesige Feuerstelle. Sehr gut, sehr gut. Dass wir wieder mehr Videos zusammen haben. Wir haben ja jetzt einige Videos immer mal wieder vorproduziert mit Dennis. Ihr kriegt ja auch immer wieder welche. Aber das wird dann halt so eine Sache sein, da wird der Content dann aktueller sein, wenn das alles klappt. Weil ich werde ja dann wahrscheinlich auch in die Richtung zu Dennis ziehen. Und, nice! Reshiram und Zekrom GX. Die Karte, die sehr, sehr, sehr spielbar ist. Und wir haben... die dritte Box und der vierte Hit. Das ist ultra gut, Leute. Das ist richtig, richtig gut. Das ist... man kann es nur wiederholen. Das ist richtig, richtig krass. Dass die Pull-Rate hier
definitiv gut ausfällt. Wir brauchen natürlich noch einen richtigen Premium. Ich denke, den kriegen wir auch noch. Aber bis jetzt definitiv besser als die letzten Boxen. So, wobei ich denke, wie gesagt, dass dann mehr Content kommt mit Dennis zusammen auf jeden Fall auch. Und generell, ich sag mal, dadurch, dass wir mehr Zeit haben, den Content noch ein bisschen noch aufwendiger machen können. Wie gesagt, wir wollen das Ganze definitiv auch vlogtechnisch quasi unterstützen. Ich hoffe, da habt ihr auch Bock drauf, dass wir quasi so zeigen, yo, Leute, wie bauen wir unser Büro auf? Wie ist so dann quasi, ja, Daily Cardbodies Live quasi. Es ist, denke ich mal, eine Sache, wo ich persönlich sehr, sehr viel Bock drauf habe. Dennis auch. Und ich hoffe, ihr auch einfach, weil das ist, denke ich mal, eine nice Sache. Und wir haben so viele Ideen noch. Vor allem Dennis, die wir dann umsetzen können, wenn das alles so klappt. Deswegen hoffe ich einfach, dass das alles sich hält und nächstes Jahr definitiv in eine gute Richtung gehen wird. Und ich sag mal so, Leute, nächstes Jahr wird dope. Dieses Jahr war schon krass. Ich weiß nicht, wie man es anders sagen soll, weil wir alle nicht damit gerechnet haben, als wir den Kanal eröffnet hatten. Haben wir gedacht so, yo, ich meine, okay, wir wollten natürlich ein bisschen was machen, was sonst keiner gemacht hat im deutschen Bereich. Und das haben wir, denke ich, auch geschafft oder haben wir auf jeden Fall gemacht. Aber wir haben halt nie gedacht, dass es so krass wird, weil wir einfach nur aus persönlichem Spaß ja angefangen haben, weil wir gesagt haben, yo, wir haben Bock einfach den geilen Scheiß zu machen, wo wir immer noch natürlich Bock drauf haben, weil so 10 Boxen reißen wir auch einfach auf, weil wir haben halt eine prima Rene. Wir haben halt einfach Bock darauf, das zu machen. Und alleine dafür hat es sich schon extrem gelohnt, was wir dieses Jahr an Erlebnissen hatten, was wir an Erfahrungen hatten. Ich versuche für uns noch ein Best-of zusammen zu cutten von diesem Jahr. Da waren einige. Es ist so krass. Es ist so viel passiert dieses Jahr, dass man wirklich immer noch überlegen muss, was eigentlich genau passiert ist. Sablarang, Stalobor, Hashtag No 5 Euro for Karen. Zwei Trainerkarten, Umkehrboard und Teamwechsel. Das ist eine gute Sache. Und ja, es ist einfach Wahnsinn. Es ist, man kann es nicht anders sagen. Es ist wirklich einfach, es ist einfach geil, Leute. Es macht einfach Spaß. Teddy Ursa, Warmball und Svaroness. Erstmal immer noch nichts. Professor Eich, nehmen wir auch einfach mal raus. Hat zwar immer nur noch Bulkpreis. Und ja, es ist Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. So, Leufeo ist unser Spoiler-Pokémon. Und Wuffels, Algit. Ah, die erste Box, die keinen Hit hatte. Noch nicht mal eine Holo-Karte. Ja, doch, tatsächlich noch nicht mal eine Holo-Karte. Das heißt, wir haben. Ich mache mal hier den Platzhalter, dass wir ungefähr nochmal nachher sehen, was aus welcher Box quasi rausgekommen ist. Und ja, gehen wir in die Box Nummer 4 rein. Das Ganze ist ja jetzt ein bisschen. Ja, doch, geht ein bisschen schneller. Ich meine, das machen wir auch ein bisschen schneller als die Streams. Ich dachte, es schreiben zwar immer wieder Leute in die Kommentare, yo, mach doch einen Kartentrick. Aber das ist ja nicht der Sinn von den Openings. Deswegen machen wir langsame Openings, wie zum Beispiel morgen dann hoffentlich Paid Box. Und ja, das ist halt so unser Card-Buddy-Style. Weil die Openings hier, das sind ja so diese klassischen, yo, Leute, wir machen Boxen auf, setzt euch dazu, guckt zu, habt Spaß. Und das wird auch definitiv immer bei uns so sein, aber. Dazu Content-Ideen, wir haben so viele Content-Ideen. Das ist. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Und es ist wirklich ein Traum von uns, wenn das nächstes Jahr so klappen würde. So, davon habe ich jetzt, denke ich, aber auch mal genug geschwärmt und gelabert. Nachher passiert das doch alles nicht und dann war es alles umsonst quasi. Was ich jetzt noch so sagen möchte oder was ich mal ansprechen möchte, und zwar, es waren jetzt in letzter Zeit relativ oft. Oh mein Gott, Alter, die Karte ist ja mal sowas von gerippt schon. Marikek, oh lol, okay, läuft auf jeden Fall. Flammeow, Arboretos und hey Donarion, wer die nicht rausrotiert, wäre es immer noch eine extrem gute Karte. Also es ist an sich immer noch eine extrem gute Karte, aber sie ist halt rausrotiert leider. Ich sagen wollte bezüglich nochmal vorproduzierten Videos, weil ich wollte einfach mal kurz drüber talken, drüber reden, weil bei uns war es halt immer so, dadurch, dass Dennis ja 250 Kilometer weg wohnt von mir, beziehungsweise wir halt 250 Kilometer auseinander wohnen, roundabout. Ich meine, das ist zwar Maxox, es ist Maxox. Es ist eine Distanz, die echt gut machbar ist. Deswegen funktioniert das auch relativ oft, dass wir hin und her fahren können, aber halt auch nicht immer. Und für immer die Videos aktuell vorzuproduzieren, ist es halt schwierig. Deswegen kommen meistens oder öfters halt Videos nur von mir alleine, nur von Dennis alleine. Wie gesagt, soll sich in Zukunft natürlich ändern.
Und deswegen haben wir es meistens immer so gemacht, dass wenn ein neues Set rausgekommen ist, wie Bund der Gleichgesinnten, Kräfte im Einklang, setzen wir uns zusammen hin, kaufen einige Produkte und nehmen halt die Videos im Voraus auf. Es war jetzt halt ein bisschen doof, dass ich mir die Haare gefärbt habe. Dadurch hat man es halt mehr gesehen. Aber wir haben davon noch ein paar Videos vorproduziert. Leute, 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 Leute. Ja, Mann, wir haben noch einen Glurak-Rotena in Full Art. Und diesmal sieht die Karte richtig gut aus. Die ist nicht gesandt, nicht off-cut oder sowas. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Yes. So, wo ist mein Sleeve? Oh, nice. Nice. Oh, Leute. Der ist gut. Der ist richtig gut. Sehr schön. Also die Boxen. Ja, die sind gut. Die sind einfach gut. Man muss einfach mal sagen, wie es ist, Leute. Ich war bei dem vorproduzierten Video. Genau. Das haben wir immer gemacht, damit halt kontinuierlich die Videos kommen, auch mehr Videos mit uns zusammenkommen. Deswegen. Ich weiß nicht, bis jetzt hat uns ja eigentlich niemand wirklich übel genommen. Ich meine, es waren dann zwei, drei Leute immer mal dabei, die gesagt haben, so, yo, sind halt alte Videos, aber, ne? Ich denke mal, ich hoffe, ihr appreciated die Videos auch. Trotzdem, da kommen, wie gesagt, jetzt in Zukunft noch ein paar. Ich schau mal, vielleicht gibt es die quasi jetzt so als Dezember Special, weil es halt keinen Adventskalender gibt. Und ja, weil dann, wie gesagt, ab nächstem Jahr soll es ja dann eh nochmal gut weitergehen. Wir haben ja jetzt auch kein 1000-Opening zu Welt im Wandel gemacht, leider. Was ich immer noch echt schade finde. Beziehungsweise wir beide immer noch echt schade finden, weil einige sehr, sehr coole Karten dabei sind. Aber zu Schwert und Schild soll es natürlich wieder ein 1000er-Opening geben. Und generell, Leute, habt ihr die neuen Karten überhaupt schon gesehen? Da haben wir auch noch nicht drüber geredet. Es gibt ja jetzt die Jigs-Karten werden ja jetzt sehr, sehr wahrscheinlich einfach wirklich. Ja, wegfallen. Dafür wird es dann die V-Karten geben. By the way, wir haben jetzt. Sorry für das. Ich versuche es mir abzugewöhnen. Wir haben jetzt 5 Boxen aufgemacht, 5 Hits. Ist gut. Ist definitiv gut. Die V-Karten, die Jigs-Karten werden jetzt abgelöst von den V-Karten. Bobungus, Pepek, Krawell, oder Charlie und ansonsten erstmal nichts mehr. Und. Da werden dann die V-Karten kommen und es werden die V-Max-Karten kommen, die halt angelehnt sind an das Dynamaxing, an das Giga-Dynamaxing aus Schwert und Schild. Finde ich persönlich ganz nice. Die Karten haben auch echt gut ausgesehen. Also ich finde, muss ganz ehrlich sagen, ob jetzt V-Karten sind, ob jetzt GX dran steht oder hier so ein V, es macht für mich persönlich jetzt nicht so viel Unterschied. Ich fand jetzt auch, ich habe mir das Schwert und Schild Holofoil jetzt auch mal angeguckt und einen Flunkiefer, at least einen Hull und wir sind wieder. Leute, 6 Boxen, 6 Hits. Ist okay, ist okay, ist nice. Und ja, ich bin persönlich schon echt gehypt und doch positiv überrascht, dass die Karten dann doch so gut aussehen eigentlich. Weil sie hätten ja auch schlecht werden können. Aber bis jetzt, was wir so gesehen haben, sieht sehr, sehr positiv aus. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, checkt einfach mal die offizielle Pokémon-Website ab oder Pokebeats zum Beispiel. Auch so eine Frage, wo seht ihr immer, wann die Boxen quasi rauskommen? Zum Beispiel Pokebeat oder auch teilweise von Twitter. Habe ich jetzt einen Karten. Lol, ich habe einen Kartentrick einfach gemacht. Okay, machen wir mal nochmal einen Pack mit Packtrick. Blindfahr und. Ach, RIP. RIP an der Stelle. Und da freue ich mich persönlich super krass. Also, ich freue mich auf den Schwert- und Schildzyklus echt richtig. Ich meine, die Sonne und Mond war schon geil. Aber Schwert und Schild, Leute. Das wird gut. Das wird gut. Was auch eine coole Sache wäre. Ich weiß nicht, habt ihr vielleicht Vorschläge? Ich weiß, ich habe jetzt 20 Sachen schon gesagt, wo ihr irgendwas hättet dazu beitragen können in den Kommentaren. Aber habt ihr eine Idee, wie man irgendwie die Karten noch mit dem Spiel integrieren könnte, also zusammenbauen könnte. Stefan hat ja mal Battle Beanstalk gemacht. Da hatte er, das war damals die erste Staffel mit Heart Gold, Soul Silver. Die zweite Staffel war damals mit Evolutions. Das war ja, da waren wir ja sogar tatsächlich dabei bei der Staffel. Und zwar hat er da einen Booster geholt. Und die Booster oder von den Karten, die man gezogen hatte, die Pokémon, die man gezogen hatte, da musste man sich dann ein Team bauen. In Pokémon Stadium war das. Es ging da relativ gut, da zum Beispiel in Evolutions oder Heart Gold, Soul Silver gerade die Karten drin waren, die auch im Spiel drin sind. So, das heißt, dadurch, dass Schwert und Schild ja jetzt auch nicht alle Pokémon drin hat, müsste man halt schauen, wie man das macht, weil dann müsste zum Beispiel Schwert und Schild, wenn man das gut machen könnte, müssten ja auch alle. Alter, die Booster, die Karten sind teilweise echt gerippt, was ist da los? Die fliegen wahrscheinlich schon so lange im Lagerung. Das ist ja gut, ist halt von 2017. Ne, was will man da. Was will man erwarten, Manguspector? Leute,
Das ist die Hausdurchsuchung, die Karte, die wir alle gehofft haben, dass wir sie nie wieder sehen, aber wir sehen sie halt doch irgendwie immer wieder. Das gute Mr. Trump läuft auf jeden Fall an der Stelle. Aber hey, immerhin noch ein Pull, ne? Immerhin der nächste Hit aus der siebten Box, der siebte Hit. Also, Leute, es läuft gut. Es läuft richtig gut. Ja, wie gesagt, da müssen wir mal schauen, wie quasi. Algit. Oh, noch eine Holo. Bisbarck. Auch Bisbarck. Timo, falls du das siehst, ne? Kuss geht raus. Hoffentlich wird halt im Schwert- und Schild-Set alles quasi drinne sein, was auch in-game verfügbar ist. Dann könnte man zum Beispiel sowas wie Battle Beanstalk mal nochmal machen. Ich denke, also mit Stefan natürlich, oder Stefan könnte das nochmal machen, oder eine andere Idee. Wäre halt super, super cool. Man könnte halt so viel versuchen, sich auszudenken. Wie gesagt, auch wenn man die Zeit hätte dafür. Stellt euch mal vor, wir können wirklich Vollzeit hier rein investieren. Am besten noch mit Stefan. Das wäre schon Premium. Ach, Leute. So. Bummels, Tampignon, Gramokles, Magnetilo, Blisania. Ich habe es gelernt. Lucario. Und das Einzige, was hier aus der Box herausgekommen ist, war tatsächlich ein Manguspector. Aber hey, at least ein Hit. Und das ist eine gute Sache. Was mir auch mal so auffällt, wir haben schon wieder, oder wir sind immer noch auf dem Weg, dass wir quasi aus den Promo-Boxen kaum Character Rares ziehen. Es führt sich weiter fort. Wir haben ja jetzt insgesamt nochmal 20 Booster von Welten im Wandel. Normalerweise hat man da so in einem Display 2 bis 3 pro Displayhälfte. Das ist ungefähr ja auch ein bisschen mehr als eine Displayhälfte, was wir haben. Aber man zieht nicht annähernd so viele. Ich glaube, aus den letzten zwei Boxen haben wir, glaube ich, sogar wirklich nur zwei. Also aus 20 Boxen zwei Characters. Das ist krass. Das ist richtig, richtig krass. Aber gut. So. Nächstes Pack. Ich glaube, ich habe alles abgehakt für meine Notizliste, was ich so erzählen wollte. Und, ach, Leute, ich freue mich einfach auf die Zukunft. Ich freue mich auf die Zukunft. Dennis freut sich auf die Zukunft. Es wird gut, sage ich euch. Es wird gut. Imantis Habitat Quarterback und Smetbo, Hashtag Fall dafür Dennis. Nestball. Professor Kugel. Ich finde es so witzig, dass sich Fall dafür Dennis wirklich so krass durchgesetzt hat. Beziehungsweise super viele Leute kennen quasi dieses Fall dafür Dennis. Sogar Leute bei Dario kennen das mittlerweile schon. Es ist einfach super witzig. Und wir haben, noch ein Hit. Und Bautzen oder Kokowai. Die Karte, die schönste Reset-Stempel, auch noch eigentlich eine gute Karte. Die Karte oder die GX-Karte, die eine super witzige alternative Artwork-Karte haben. Schauen wir mal. So. Wir sind schon wieder gut dabei, Leute. Wir haben 8 Boxen aufgemacht bis jetzt. Noch nicht ganz. Und haben wieder 8 Hits rausgeholt. Die Boxen waren besser, Leute. Die Boxen waren besser. Man kann die nur empfehlen. Wie gesagt, da haben wir eine Character Rare. Sehr schön. Und 4 Nonto. Ich habe zuerst gedacht, das wäre eine Holo-Karte. Ist es aber nicht. Und auch dieses Smogon, was super episch aussieht. Wie gesagt, ein super cooles Artwork. Hoffentlich sind die Karten in Schwert und Schild weiterhin dabei. Sieht zwar aktuell eher, ich sag mal, schlecht aus, dass die Karten nicht mehr dabei sind. Aber Hoffnung stirbt zuletzt, Leute. Die Hoffnung stirbt auf jeden Fall zuletzt. So. Letztes Pack aus der Box. Und Togedemaru, Branawarz. Also nichts mehr. Moruda, Insel, Wanderschaftsabzeichen. So, zwei Boxen haben wir noch, Leute. Zwei Boxen, wo jetzt noch was richtig, richtig Gutes rauskommt. Wo wir natürlich hoffen, dass noch was richtig Gutes rauskommt. Puh. Das wird eine gute Sache. Also, wenn wir jetzt auf jeden Fall einfach einen Hit pro Box durchziehen können, wäre super gut. Man muss bedenken, wir hatten in den. Wie viele Hits hatten wir? Ich glaube, in den Tag Team Boxen hatten wir insgesamt 8 Hits. Das waren 60 Booster. Ich glaube, wir hatten auch 8 Hits in den Sammelkoffern. Das waren 50 Booster. Und wir haben jetzt 8 Hits aus nicht mal 36, aus 32 bislang. Ey, Leute. Also, wenn wir quasi einen Display-Vergleich machen würden, wir hätten bis jetzt. Wir würden sehr, sehr gut dastehen. Also, was lohnt sich mehr? Neun Pikachu Evoli Kollektion, wo man extra noch die ganzen Promokarten dazu bekommt. Ne? Die Pikachu und Evoli GX-Karten. 8 Hits rauszieht. Ich glaube mal, das lohnt sich aktuell ein bisschen mehr, wenn man das Glück hat. So. Wir haben relativ oft das Lunala Artwork. Ah, wir haben ja schon das Lunala GX gezogen. Was sehr, sehr schön ist. Und Smogon.
So, Leute, bitte. Pokémon, ohne Witz. Wir haben euch echt lieb, ne? Aber ist das. Ich grad, ist das. Okay, ist nur eine Kammer. Ich meine, wenn ihr schon die Karten so lagert, so lange lagert. Oh, noch ein Donarion Holo. Nice. Die sehen okay aus. Wenn ihr die Karten schon so lange lagert, bitte, 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 lagert sie vorsichtig. Das wäre unser persönliches Anliegen hier von den Card Buddies. So. Wir haben Bund der Gleichgesinnten Tobots, Zygarde. Also erstmal nichts mehr. Und dann haben wir noch Welten im Wandel. Ach, es ist. Welten im Wandel ist ein guter Abschluss für den Sonne-Mond-Zyklus. Und ich sehe schon Agoyan und Schlinking GX in Full Art. Oh yeah. Die Karte ist nice. Und wir ziehen richtig, richtig gut. Stefans Lieblingskarte, ich glaube, die habe ich damals. Das war, glaube ich, die erste Full Art-Karte aus Welten im Wandel. Und bis jetzt, wie gesagt, wir hatten nur eine Box, die nichts abgeworfen hat. Das ist. Wow. Richtig gut. Also, ich bin sehr, sehr zufrieden bis jetzt. Mal schauen, was da morgen aus Pay the Box rauskommt. Ich hoffe doch was Gutes. Oh, noch eine Character Rare. Sehr schön. Dass wir die auch mal noch bekommen. Die guten Character Rares. Oder kann man sie überhaupt noch Character Rares nennen? Wie gesagt, das Rüstungs-Mewtwo war jetzt nicht so krass. Also war ja keine krasse, also nicht, also Leute, sorry, bin gerade Internet Explorer. Was ich sagen wollte, das war ja keine Character Rare. Das war ja eine Rüstungs-Mewtwo Full Art Holo-Karte oder so. I don't know. So, wir haben hier auf jeden Fall die letzte Box, Leute. Die letzte Box. Schaffe ich das, bevor die Kamera ausgeht? Ich glaube schon. Nach 30 Minuten geht meine Kamera aus und ich müsste sie neu starten. Letztes Mal noch die schönen Promokarten uns hier angucken und rausnehmen aus der Verpackung. Sehr schön. Das gute Derp. Derp Evoli. Wir hatten ja noch dieses Derp Dedenne. Weiß nicht, ob ihr das kennt, falls ihr das schon mal gesehen habt. Und. So. Letztes Pack. Letztes Sonne-Mond-Booster. Was kommt da raus? Ihr kriegt nochmal einen Code von Sonne und Mond. Zieht einen Hyperball. Noch ein Hyperball. Ey Leute, wir haben onscreen nicht einmal einen Hyperball gezogen. Wir haben Sonne und Mond doch tatsächlich wirklich viel aufgemacht. Das wäre mal noch eine schöne Sache. Also, wenn ihr uns noch in den alten Boxen Sonne und Mond gibt, es kommen ja noch Boxen, wie gesagt, die Alola. Es kommt ja noch so eine Mauzi und Mauzi VMAX Box raus. Gib uns doch da, wenn ihr Sonne- und Mond-Booster gibt, wenigstens die mit dem Hyperball. Weil das wäre schön, wenn wir einen Hyperball, auch wenn er rausrotiert ist, mal noch ziehen würden. So, Leute. Schlurp. Latias. Zwei Welten im Wandelpacks, die noch carryen müssen, Leute. Ich will auf jeden Fall es schaffen, 10 Hits rauszuholen. Wir haben bis jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und schaffen wir es? Oh yes, wir schaffen es, Leute. Und wir haben noch einen Falter. Ramoth GX. Sehr schön. Oh, Leute. Die Boxen waren gut. Die waren anders gut. Also für 40 Packs, 10 Hits plus die ganzen Promokarten. Card Buddies approved. Card Buddies approved an der Stelle auf jeden Fall. Und das letzte Pack, Leute. Ich schaffe es jetzt auch einfach auf. Zur Feier des Tages hier Walmer, Meprana, Zipurze, Royal Squadron und Vili. Sonst leider nichts mehr. Aber dieses schöne Aquana. Verabschiedet euch jetzt, denn das Video ist, denke ich, auch schon. Oh Gott, der Verrückstapel fliegt schon wieder. Ist, denke ich, auch schon lange genug. Danke, Leute, fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder, wenn wir Pay the Box aufmachen. Morgen zum ersten Advent hoffentlich. Und ja, checkt also, was unten in der Beschreibung verlinkt ist. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Video wieder. Ich glaube, ich habe genug gelabert. Wurde alles abgesprochen. Wir sehen uns. Haut rein. Ciao.